So, da sind wir wieder. Wenn man um 12 Uhr auf die Messe fährt, ist es ein bisschen leerer. Überhaupt sieht es leerer aus heute als gestern. Das wundert mich. Wir werden mal schauen, was passiert. Ja, jetzt haben wir es noch geschafft, am Samstagabend bei Timex vorbeizukommen, beim Gerd. Gerd, sag mir, was ist es? Ein neuer Lack, der gar nicht so neu ist, weil es ist das Material, eine Schiffsfarbe, was wir auch unten nehmen am Wagen. Ne? Ich zeig das mal hier. Ich habe hier unten Testbleche liegen. Ne? Ich weiß nicht, ob du die filmen kannst, aber wenn man da so draufschmeißt, ne? Es geht nicht kaputt. Es ist eine Beschichtung, die wir entwickelt haben für Unterböden. Und dann ist ein Malheur passiert. Wir haben den Topf Farbe mit dem Härter angerührt und sind rausgegangen zum Autoschieben. Dann haben wir die Farbe 35 Minuten offen stehen gehabt. Sie wurde dicker und dicker. Und dann haben meine Jungs gesagt, Chef, klappt nicht mehr. Und dann haben wir Testbleche lackiert mit dieser zähen Masse. Und was ist passiert? Es sah so aus wie hier. So wie hier. Und man kann jetzt auf diesem rauen Untergrund kratzen. Und das kann man mit anderen Beschichtungen eben nicht. Das ist der Vorteil. Und richtig gut ist, man kriegt dabei auch kleine Pinsel und Holzstäbchen. Wenn man einen Schaden hat, kann man ein kleines Döschen von der Farbe aufmachen, schütteln, tupfen und bessert die Schäden aus. Das heißt, man hat einmal die Farbe aufgetragen und muss nie wieder zum Lackierer. Das ist die Idee. Ja, und ich kann das in anderen nicht nur in weiß oder schwarz, sondern... Nee, 10 Farbtöne werden wir anbieten. Ja. Und die Idee ist halt, 9 oder 10 RAL-Farbtöne anzubieten. Ja, und noch ein Trick, warte. Keine Farbe mehr hast von uns, warte. Gehst du in den Baumarkt, kaufst Kunstharzfarbe, RAL 9001 ist das hier. Wir haben ja nur RAL-Töne. Und tupst damit. Okay, dann geht's auch weg. Ja. Durch die Rauheit sieht man das einfach nicht mehr, dass da drüber gearbeitet wurde. Deshalb ist es wichtig, dass man so ein bisschen übt und so rau wie möglich lackiert. Okay. Das willst du aber nicht selber machen, sondern möchtest, dass die Leute die Farbe bei dir kaufen. Genau, weil wir haben es selber gemacht und wir sind keine Lackierer. Wir sind eine Karosseriebauwerkstatt. Ja? Und ich möchte viele Videos drehen mit euren tollen Kameras. Ja? Hat er mir gezeigt. Und dann möchten wir die Leute dazu bringen, das selbst zu machen. Die Idee ist halt, nicht alles zerlegen, sondern einfach das Ganze also abkleben, ne? Dann anpetten das Auto mit einem Küchenschwamm, Scotch-Brit aus der Küche. Anpetten ist ja leicht rau, der Lack. Dann abwischen mit einem Entfettungsmittel, Silikonentferner zum Beispiel. Ja. Und dann dreimal die Farbe drauf. Und zwar alles lackieren. Das hält auf allem bis auf Gummi. Ja, und das geht aber theoretisch, weil der Lack ja auch raus in der sauberen Garage. Ich muss dafür keine Lackierkabine haben. Nee, brauchst du nicht. Du kannst es draußen machen. Staub, kein Problem. Staubeinschlüsse, das gibt's alles nicht. Das Problem. Ja klar, das ist alles drin. Gibt's nicht. Du kannst es einfach so machen. Ja, also für den Selbstbauer eigentlich ideal gedacht. Das ist die Idee dahinter. Ne? Ja. Sonst, sag mir, wie geht's dir nach 3 Tagen? Ein bisschen müde, ja, aber wir haben bei uns im Hotel ein Schwimmbad. Und da gehe ich abends, also ich gehe abends jetzt nicht feiern, ne? Viel essen und so, sondern ich gehe ins Schwimmbad und döse im warmen Wasser. Ah, das ist gut, ja. Wir sind unten auf dem Platz, auch in dem schattigen Platz, der ist auch okay. Ja, unten der Platz ist ja ein Event, ne? Es ist ja mega. Ja, ist mega. Ich weiß nicht, wie viele Autos sind da? Ich weiß nicht, ich glaube, der Platz ist noch mal voller als letztes. Da war es schon voll, also da musste man schon wieder was freihalten. Ich glaube, es sind mehr Autos, als es jemals da gewesen ist mit allen Plätzen. Aber es ist nach wie vor so, dass ab 11 auch Ruhe herrscht. Also man kann schlafen, die Leute sind super freundlich, alle können in alle Autos reingehen. Jeder kann irgendwie gucken und miteinander reden. Es ist eigentlich stressfreier als auf jedem Campingplatz. Und trotzdem ist vorne an der Band ist natürlich Action bei der Bühne. Das ist super, ne? Ja, ist gut. Ich hoffe mal, die Veranstaltung wird es noch sehr lange geben. Ich hoffe mal, dass Sie nicht Ihren. Ich habe so ein bisschen so ein Zenit irgendwie gesehen. Weil, wenn man eher offiziell ab Mittwochmittag um 12 aufmacht, aber dann schon die Hälfte des Platzes voll ist, das ist so ein bisschen schwierig. 120 Euro für 4 Nächte ist natürlich auch ein Wort. Dann Eintritt kostet auch irgendwie 25. Also du musst die 50-Euro-Karte kaufen, wenn du 2 Tage dabei bist. Dauerkarte. Das ist ja nicht so ganz einfach. Dann ist es ja die größte Automesse der Welt, auf der kein Internet funktioniert. Also das darf man auch nicht vergessen. Die haben da noch ein bisschen Luft nach oben, ne? Ja, genau. Ist noch ein bisschen Movement. Oder sie müssen eben, also wenn man dann auch, keine Ahnung, ein Blitzmobil sieht für, was ich, 1 Million oder Porsche, dann kann man sich überlegen. Mit dem Dachzelt oben Dachzelt. E-Motor, oder?
Ist der Taycan oder wie der heißt, das kann eine E-Maschine sein, genau. Ja. Also hat so ein bisschen für mich, ist es noch für den Normalbürger oder heben Sie langsam ab? Also was muss die Messe tun, um so ein bisschen wieder auf den Boden zu kommen? Viele kleine Firmen kommen nicht mehr, genau. Weil ihnen das zu teuer geworden ist. Ja, das finde ich sehr, sehr schade. Ne? Weil die Messe lebt nicht von 10 Meter langen Wohnmobilen, die sehen alle gleich aus, sondern von kleinen, innovativen Firmen, die super Ideen haben und die hier ausstellen. Ja. Und wenn die das nicht mehr bezahlen können, dann ist das Flair weg, der Charme ist weg. Genau. Dann ist das so wie IAA früher. Genau, und dann bleibt auch das Campground leer. Und der Campground ist, glaube ich, die Basis. Wenn der Campground nicht wäre, dann wäre es einfach nur eine doofe Messe. So, wir sind früher von der Messe um 18 Uhr runter zum Campground. Und das war wie eine andere Welt. Das war so super, das war fantastisch. Das war gut, Lagerfeuer, man geht von Lagerfeuer zu Lagerfeuer. Ist jetzt auch noch Geschichten so. Geschichten aus der ganzen Welt. Ist jetzt auch noch so. Das macht den Flair, glaube ich, aus. Und natürlich, wenn ich überlege, dann da irgendwie, 2000 Quadratmeter nur für Volkswagen, da bleibt halt wenig Platz für kleine Firmen. Also vielleicht könnten die auch mit 1000 auskommen, vielleicht reicht ihnen das. Da könnte man den Rest günstig vermieten für die kleinen Innovationsbuden, von denen ja einige schon jetzt durch Covid nicht mehr da sind, so diese. Ich habe eine CNC, ich habe eine Schreinerei, ich mache einen Ausbau, da fehlen schon einige leider, die immer tolle Ideen hatten, die immer irgendwie für sich was entwickelt haben. Naja. Bricht weg. Ja. So, jetzt ist Samstagabend, jetzt gehen wir auch, vielleicht kommen wir morgen früh nochmal, vielleicht nicht. Ja, kommt vorbei. Gucken wir mal. Ja. Ne? Wir wollen noch ein bisschen basteln hier heute Abend. Okay. Elektrik, ja. Ah, okay. Wir haben eine Kabine, kann man die sehen im Bild, eine Kabine von Capra. Ja. Aus der Türkei. Ja, sag mir was. Ich fand die Idee super. Komm mal ganz kurz. Die ist eigentlich gemacht, Mikro, genau, für ein Auto mit einer anderen Ladefläche, ne? Für die Double Cab. Aber wir haben jetzt hier Extra Cab, das heißt, hinten kleine Sitze, und das hier haben wir selber gebaut, ne? Ist noch nicht ganz fertig, aber das haben wir beim Nachbarn in Trittau, wo wir herkommen, auslasern lassen und hatten hier auch noch einen Schlossmechanismus drin. Wir bauen dann noch ein bisschen was, um das ein bisschen zu verstärken. Das hier ist nur für die Messe. Aber es sieht aus wie aus einem Guss. Und die Kabine hat riesige Vorteile und kostet nur 16.900 Euro. Damit ist sie die billigste Kabine auf der ganzen Messe. Genau. Mit Pickup haben wir nichts unter 100 gefunden. Ja. Und das hier ist wirklich das günstigste. Und wir haben es umgebaut auf Fruli-Bettsystem. Okay, klar, habe ich auch. Fruli, wirklich super. Also Tellerfedern, tolle Druckbelastung ist möglich im Bett. Total entspannt nachts. Super. Ja. Fantastisch. Also ich bin echt glücklich. Super. Dann bedanke ich mich. Vielleicht sehen wir uns morgen noch. Mal gucken, wie wir so drauf sind. Ja, ich wünsche euch heute Abend ganz viel Spaß. Tschüss. Abenteuer und Allrad. Wir sehen uns in 2024 wieder.